Tierfreundinnen und Tierfreunde. Eine gute Vermittlungsnachricht gibt es in unserer heutigen Folge leider nicht. Unsere zwei vorgestellten Katzen vom vergangenen Freitag hatten bisher kein Happy End. Für den schönen rot getigerten Fundkater haben sich keine Besitzer gemeldet und das schwarze Miezchen aus schlechter Haltung fand keinen Interessenten. Wir wollten nochmals auf die zwei aufmerksam machen, weil es ihnen in der Gefangenschaft des Tierheims überhaupt nicht gefällt. Heute stellen wir ein kleines Kaninchen vor, welches die Polizei aus einer Gefahrenzone gerettet und zur Arche Noah brachte. Es wird auf ungefähr 4 bis 6 Monate geschätzt. Das Kaninchen ist keine Zwergform, sondern wird, wenn es ausgewachsen ist, eine stattliche Größe und ein stattliches Gewicht erreichen. Tierheimleiterin Katrin Mattes meint, das Kaninchen könnte eventuell ein deutscher Riese werden. Diese sind zwar meist grau, es gibt sie aber auch in Schwarz. Nun hoppelt das noch kleine Langohrmädchen allein in seinem Gehege und fühlt sich sehr einsam. Es hat den Namen Winnie bekommen und sucht dringend ein Zuhause, wo es mit Artgenossen leben kann. Soll nicht in eine Stallhaltung vermittelt werden. Wenn die schönen Fellchen auch zum Kuscheln einladen, Kuscheltiere sind Kaninchen nicht, sagt die Tierheimleiterin. Kaninchenkenner, die schon eine Außenanlage mit buddelsicherem Gehege haben, wären für Winnie prima. Dort gibt es dann sicher auch ein paar Kaninchenfreunde, mit denen es sich super hoppeln und spielen lässt. Kaninchenliebhaber wissen auch, dass Winnie ein ungefähres Alter von 12 Jahren erreichen kann. Vielleicht muss das kleine Langohr ja nicht mehr so lange allein sein.